Sterneküche bedeutet höchste Konzentration. Im Restaurant Seesteg sitzt jeder Handgriff. Das eingespielte Team würde sich im Moment der größten Schaffenskraft von nichts ablenken lassen. Also von fast nichts. Wenn zeitgleich die Preisverleihung für die höchste Auszeichnung der Kochkunst läuft, dann gibt's zwischendurch doch mal einen Blick auf den Bildschirm. Ob es wohl wieder für einen Stern gereicht hat? Oh, guckt mal da. Ihr habt's geschafft. Hey. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Alles gut. Gesundheit. Nein, alles gut. Ja, das ist euer Verdienst. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne, Chef. 230 Kilometer südöstlich. Das Gourmet-Restaurant im Schlosshotel Münchhausen bei Hameln hat Ruhetag. Nur ein kleines Team aus Geschäfts- und Restaurantleitung verfolgt den Livestream. Seit 2004 haben sie hier jedes Jahr einen Stern geholt. Doch dieses Mal gibt es ein böses Erwachen. Ja, dann ist er gestrichen. Das Leben geht weiter und ich habe vollstes Vertrauen in mein Team. Das wird auch wieder so kommen. Das werden wir auch schon schaffen, Herr Brunei. Ja. Oder? Jo. Wir haben das schon, ja. An der Küste ist der Stern Dauergast. Zum 11. Mal wird dem Restaurant an der Strandpromenade von Norderney bescheinigt, dass hier auf höchstem Niveau gekocht wird. Der Küchenchef neigt allerdings zu leichtem Understatement. Wir sind nicht das normale Sternerestaurant. Wir haben hier, sage ich mal, das Meer vor der Tür. Wir könnten auch Leberwurstbrote servieren und die Leute wären fröhlich, wenn hier über just die Sonne untergeht. Wir haben, sage ich mal, ein Restaurant, wo wir versuchen, Gastfreundschaft ohne Schwellenangst zu vermitteln. Für Leberwurstbrote gibt's aber keinen Stern. Der scheint dem Team auch nicht so richtig wichtig zu sein. Lediglich in der Küche, unsichtbar für den Gast, hängt ein Exemplar, und zwar das von 2020. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, den neuen hinzuhängen. Der von 2022, der ist vermutlich irgendwo beim Chef. Es könnte sein, dass er den noch in seinem Spind hat, aber genau weiß ich es nicht. Wir werben nicht aktiv damit, sondern das ist eher ein Ansporn für uns als Köche. Also, dass wir halt weiter dieses Niveau halten, versuchen, über das Normale hinauszugehen, etwas Besonderes zu tun. Also ist eher für uns als Küche als nach außen hin der Stern wichtig. Die Eigentümer vom Schlosshotel Münchhausen haben den bisherigen Küchendirektor vor ein paar Monaten entlassen. Der hatte alle bisherigen Sterne erkocht. Der Grund für den Rauswurf: er hat ein eigenes Restaurant eröffnet, wollte selbst aber weiter als Angestellter im Schloss kochen. Mit dem Koch verschwand auch der Sterngarant. Aber das muss ja nicht so bleiben. Wir bauen ja auch nach dem Weggang auf eine Kontinuität für die Zukunft. Die Weichen sind gestellt und wir sehen positiv in die Zukunft, dass auch der Stern wiederkommen wird. Ein Nachfolger ist bereits gefunden. Vielleicht beweist der im nächsten Jahr ja wieder Sternenniveau. So ein Stern mag mit einem Koch verknüpft sein, allein erkochen kann er ihn nicht. Die ganz große Küche ist eine Art Mannschaftssport mit Stresslevel 10 und Kommandostrukturen wie auf einem Schiff der Marine. 30 Stück Salat und eine Bouillon. Eine Limonensuppe, eine Tomatensuppe. Jawohl. Weiter abgerufen, eine Limonensuppe, eine Bouillabaisse. Jawohl. Da fragt man sich natürlich, weshalb der Küchenchef sich diesen Stress überhaupt antut, wo er doch auch gewinnbringend Leberwurstbrote verkaufen könnte. Es liegt nicht nur an der Lust am Kochen, der Stern ist anziehend wie ein Magnet, vor allem für gutes Personal. Ich tue so, als wäre das alles, naja, sekundär oder zweitrangig. Aber wir hätten, sag ich mal, in der Situation, die wir momentan haben, natürlich wesentlich größere Probleme, Menschen zu bekommen, zu begeistern für das, was wir tun. In einer Branche, die unter chronischem Personalmangel leidet, ist so ein Stern also ein klarer Wettbewerbsvorteil.